Wer Pong, eines der ersten Computerspiele, alleine zockt, dem wird schnell langweilig. Denn für die Schwarz-Weiß-Tennissimulation braucht man einen Gegner. Und zwar einen menschlichen. Computergesteuerte Kontrahenten, wie sie in den Games von heute selbstverständlich sind, die gibt es in den frühen 70er Jahren noch nicht. Den Uraltspielen fehlt die dazu nötige künstliche Intelligenz, kurz KI. Mit seiner Weltraumsimulation X-Rebirth möchte Bernd Lehan zeigen, wozu eine solche KI heute in der Lage ist. In X-Rebirth tummeln sich tausende Raumschiffe und Avatare. Diese bauen Rohstoffe ab, errichten Weltraumstädte, treiben Handel und führen Kriege. Ohne dass ein Mensch eingreift. Ein eigenständiges Universum, freut sich der Entwickler. Daraus ergibt sich eben eine Dynamik mit sehr vielen, ja, oft auch unerwarteten Wendungen, die von ganz alleine passieren. Und wenn man einfach dann das Spiel auf diese Art entwickelt, dann ist es eben oft so, dass man einfach erstmal, wenn man das Spiel das erste Mal testet, dann einfach mal beobachten muss, was passiert und dann selber Überraschungen erlebt. Aber die Veröffentlichung des Spiels wird ein Desaster. Die Kritiker sind entsetzt, die Spieler wütend. Beschwerden über Langeweile und Programmierfehler machen X-Rebirth für Egosoft zur Dauerbaustelle. Und die Idee, dass mehr künstliche Intelligenz auch mehr Spielspaß bedeutet, erweist sich in diesem Fall als Trugschluss. Trotz dieses Fehlschlags wünschen sich viele Spieler intelligentere Gegner. Zum Beispiel Tino Knoll. Denn die Gegner in seinen Ballerspielen sind ihm viel zu berechenbar. Er vermisst es, sich neu auf Situationen einlassen zu müssen, also nicht nur stupide durch die Gegend zu rennen und irgendwas niederzuballern oder den nächsten Ork umzuklatschen, sondern wirklich sich selber neu organisieren zu müssen, auch selber das eigene Handeln zu überdenken. In Call of Duty etwa sind die Fähigkeiten der Gegner ziemlich überschaubar. Ein einfacher Strategiewechsel reicht da zum Erfolg schon aus. In manchen Situationen etwa kommen Knolls Kontrahenten nicht einmal auf die Idee, sich umzudrehen. Und dann stand ich halt hinter denen und die sind halt die ganze Zeit immer noch mit dem Blick in die andere Richtung, wo ich vorher stand quasi, immer hin und her gelaufen und haben geschossen irgendwo hin, haben aber nichts getroffen, weil ich stand ja nur einfach hinter denen. In solchen Momenten fällt auf, wie dumm künstliche Intelligenz sein kann. Denn ihr fehlt schlicht die menschliche Wahrnehmung. Das macht es schwierig, den Pixelsoldaten sinnvolle Wege von A nach B beizubringen. Von intuitivem Verhalten ganz zu schweigen. Das sind mathematisch die anspruchsvollsten Probleme. Das, was uns sehr intuitiv scheint, ja, stell dich doch in die Ecke, da bist du doch in Deckung. Hock dich hin. Das sind natürlich letztlich ganz schön komplizierte Dinge, das herauszufinden und rechenintensive Dinge. Gary Bente betreibt ebenfalls KI-Forschung. Als Sozialpsychologe fasziniert ihn das Verhalten echter Menschen und wie man dieses reproduzieren kann. Er ist überzeugt. Mit der Rechenpower heutiger Supercomputer kann die Maschine jede Verhaltensregel lernen. Aber auf der anderen Seite haben wir noch so große Erkenntnislücken in dem Bereich, wie tickt der Mensch, ja, dass es eben sehr, sehr schwer ist, ein System zu bauen, das sozusagen ohne die Information auskommt, wie es eigentlich wirklich funktioniert. Und das kann eigentlich nur ein System sein, was auf uns ein bisschen, sag ich mal, unmenschlich wirkt, weil eben genau diese Kenntnis nicht vorhanden ist. Eine echte künstliche Intelligenz muss können, was jeder Mensch ohne Nachdenken beherrscht. Signale zu deuten und flexibel darauf zu reagieren. Eine solche KI wäre endlich auch für Tino Knoll ein würdiger Gegner. Ich fände es unglaublich interessant, mich mal mit einem gleichwertigen oder überlegenen Computer oder mit einer KI zu messen. Aber dann würde ich gerne auch den Pause-Knopf drücken wollen und entscheiden, ob ich das noch möchte. Im Schach gibt es bereits Maschinen, die für jeden Großmeister unschlagbar sind. Und so ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch Zocker wie Tino Knoll sich mit gleichwertigen Maschinen messen können. Aber die Frage nach der ethischen Vertretbarkeit eines solchen Ballerspiels würde sich ganz neu stellen. Denn eine echte künstliche Intelligenz würde vielleicht nicht nur sehen, sondern auch fühlen, was mit ihr passiert.